Hello, Lara. Qué bueno con el sol. In diesem Video zeige ich euch meine liebste Tageswanderung in Bariloche. Sie verbindet die Gipfel Bellavista und Goce und glänzt mit fantastischen Aussichten. Der Aufstieg zum Cerro Bellavista ist sehr anstrengend. 3 Stunden über die steilsten Pfade bergauf. Dabei entlohnen aber schon nach kurzer Zeit die Ausblicke über den Lago Nahuel Huapi und die umliegenden Berge, wie etwa dem Cerro Catedral, der im Winter als Südamerikas größtes Skigebiet gilt. Bariloche liegt im nördlichen Patagonien und ist eines der meistbesuchten Touristenziele Argentiniens. Es liegt auf knapp 900 Höhenmetern in den Anden. Die Vielfalt an Trekkingpfaden, Outdoor- und Campingmöglichkeiten ist einfach überragend. Der mächtige Cerro Tronador überragt mit seinen 3.500 Höhenmetern die umliegenden Gipfel. Der Übergang vom Cerro Bellavista zum Cerro Goce erfolgt durch einen uralten und mystisch anmutenden Wald. Ich komme mir dort immer wie in einem Fantasy-Film vor. Die Bartflechten verleihen den Bäumen etwas Geheimnisvolles. Der Cerro Goce ist zwar etwas niedriger als der Bellavista, doch dafür liegt er näher an den Seen und der Zivilisation. Dadurch wirkt der Ausblick noch beeindruckender. Beim Abstieg zur kleinen Siedlung Colonia Suiza folgt schließlich ein atemberaubendes Panorama dem nächsten.
hier sind die Pfade steil angelegt und man verliert recht schnell an Höhe. Trittsicherheit ist gefragt. Unten angekommen, wird man häufig vom Lärm und dem Trubel der Zivilisation überrumpelt. Dafür winkt aber ein erfrischendes Bad im Lago Moreno zur Belohnung entgegen. Zum Schluss möchte ich euch noch ein paar Impressionen des gleichen Ausflugs zeigen, aber diesmal im Herbst.